präsentiert den Wettertalk MV. Ja, guck mal. Herr Deichsmann. Ja. Jetzt müsst ihr. Hallo Frau Winkler, schön Sie zu sehen. Was haben Sie denn hier mit Ihrem neuen Kumpel gemacht? Also wir haben uns nett unterhalten. Ja. Also ich finde dieses Schweinchen richtig nett an der richtigen Stelle. Sieht haben Sie den jetzt ausgetauscht? Reden Sie jetzt mit dem Schweinchen übers Wetter? Das Schweinchen ist auch nur ein Mensch, also mit dem kann man sich normal unterhalten, also von daher, das passt. Also es gefällt mir. Das ist drollig, ne? Duchi, duchi. Es ist einfach ein sehr schönes... Genau. Ja, liebe Zuschauer, ja. Wir stehen hier in Wismar auf der Schweinsbrücke, vielleicht waren Sie hier auch schon mal. Wir haben uns hier dieses freudig guckende Schweinchen als netten Hintergrund und als netten Gesprächspartner natürlich nicht mit ausgesucht. Aber Herr Dr. Eichsmann, was mich jetzt direkt mal interessieren würde, wie kann man denn Schweine oder Säue in der Meteorologie irgendwie verankern? Ja gut, das ist ja immer nachteilig, positiv behaftet. Ne? Also im Endeffekt, also was mir so spontan in der Meteorologie einfällt, ist natürlich, wenn man sagt, oh, wir haben jetzt Sauwetter. Mit Sauwetter das heißt ist aber ja, negativ, oder? Ja, naja, Sauwetter im Sinne von wir behaften das negativ. Mhm. Weil wenn wir sagen, okay, da ist Regen, da ist Kälte, da ist vielleicht auch noch Wind mit dabei. Mhm. Auf der anderen Seite wissen wir ja gerade, wo wir es sehr, sehr lange sehr warm und trocken haben, dass dieses Sauwetter eigentlich die Grundlage dafür ist, dass alles wächst und gedeiht und wir essen können und Spaß haben können. Also das heißt, das ist immer, das ist kurzfristig gedacht. Also man hat in der Mythologie also einfach sozusagen Tiernamen gerne drin. Wir haben das ja nachteilig, aber ich finde sozusagen, wenn man sagt Sauwetter, ich mag ja als Meteorologe mag ich das Wetter auch. Ja, ne? Also ja, heißt im Klartext, für mich ist das nicht behaftet mit irgendwelchen Werten, sondern das passt und ja. Und unsere Landwirte mögen es ja eigentlich auch eher nass und feucht. Wie sieht es denn überhaupt da aus? Sind die Erträge gerade gut? Ich meine, wir haben jetzt seit längerem wieder trockenes, warmes, heißes Wetter. Na, es sieht eigentlich erschreckend aus, weil das, was an Regen runterkam, in den letzten Tagen, Wochen, ist einfach viel, viel zu wenig für das, was wir brauchen. Ja, konnte das denn einsickern überhaupt? Wenn ich doch, es reicht zum Einsickern. Aber genau. Der Punkt ist, wenn es zu doll ausgetrocknet ist, läuft das raus. Eben, deswegen frage ich, ob es überhaupt einsickern konnte. Das ist ja oft ein Punkt. Ja, bei uns ist das noch nicht das Problem. Mhm. Also bei uns konnte das noch einsickern, aber wir sehen in Südeuropa, Südwesteuropa, wo das einfach gar nicht mehr stattfindet. Das heißt, die Erosion ist so stark vorangeschritten, dass die Pflanzen das gar nicht mehr aufnehmen können. Ja. Weil das erst kommt es gar nicht und dann kommt es zu schnell in zu großer Menge. Mhm. Und dann ist quasi alles verloren. Und dann gehen irgendwie 90% den Bach runter und die letzten 10% reichen wieder nicht aus. Mhm. So schlimm ist es nicht, aber dieses Regendefizit, wir freuen uns natürlich über das schöne Wetter, aber das haben wir hier im Norden natürlich zunehmend auch. Ja. Mhm, genau. Ja, und liebe Zuschauer, bevor wir weiterreden, zeigen wir Ihnen ein paar Impressionen aus Wismar und Mecklenburg-Vorpommern, Nordwestmecklenburg, wie die Bauer dennoch trotz des sozusagen guten Wetters versuchen, Erträge zu bekommen und ernten. Wie wird denn das Wetter die kommenden Tage? Also der Sommer bleibt uns weiterhin sehr angenehm erhalten. Also das, was wir auch in den letzten Tagen schon hatten, das ist wirklich Sommersonne, Strand, schönes Citywetter. Also das ist wirklich das Angenehme, so wie man sich idealisiert den Sommer vorstellt. Das ist auch genau der Trend fürs Wochenende. Mhm. Also quasi auch mit einer kleinen Windböe, so wie wir es jetzt aktuell haben, oder wie entwickelt sich der Wind? Also fangen wir vielleicht mit dem Wind an. Ja. Also grundsätzlich ist es bei uns so, da wir die Ostsee in der Nähe haben, das muss ja nicht nur im Endeffekt Wismar sein, das ist ja überall an der Küste so, an den Seen haben wir das so. Je intensiver das schöne Wetter ist, je höher die Temperaturen, umso mehr ist auch der Seewind, also der Wind vom Wasser zum Land. Und deswegen haben wir nachts gar keinen Wind und tagsüber dieses frische Seewind, den frischen Seewind halt. Ne? Ja. Genau. Und der fällt dann irgendwann zu 17, 18 Uhr wieder in sich zusammen. Ja. Also Wind werden wir haben, aber nur tagsüber, nachts ist da nichts. Mhm. Das heißt, die nächsten Tage und auch mit Hinblick aufs Wochenende, Badewetter? Definitiv. Also von den Temperaturen jetzt? Genau. Sind wir beim nächsten Punkt, ja. Also Badewetter, ja, also der Wind, super, der spielt immer mit. Badewetter, die Temperaturen schaukeln sich immer weiter hoch. Das bedeutet, wenn wir jetzt irgendwie entspannte 24, 25 Grad haben, schaukeln wir uns bis Sonntag auf über 30 Grad hoch. Mhm. Man sieht das ja schön, bis mittags haben wir die Temperaturen bis 30, 32 Grad. Dann gibt es den Knick durch den Seewind, dann geht es wieder runter. Mhm. Dann haben wir sie angenehm kühl mit 25, 26 Grad. Und zum Abend hin geht es nochmal einen kleinen, also das bedeutet auf jeden Fall Badewetter. Ja, und auch aus Ihrer Prognose habe ich rausgehört, dass ich mit wenig bzw. keinem Niederschlag eigentlich rechnen kann. Stimmt das? Das haben Sie richtig rausgehört. Ja, Mensch, ich bin schon so ein Vollprofi. Ja, das nächste Mal stelle ich mich hier alleine hin. Also, ich bin hier noch Ersatz. Ja. Ich bin auf der Ersatzbank. Das freut mich. Das Gefühl, nicht mehr gebraucht zu werden, ist ein wunderbares. Ne? Ja, ne? Heißt aber im
Klartext, kein Niederschlag. Mhm. Aber gerade bei uns ist es so, je höher die Temperaturen, das ist natürlich immer im Hinterstübchen, dass man dann sagt, okay, irgendwann kommen die Gewitter. Also aus heutiger Sicht sind die Gewitter erst sozusagen, sie bahnen sich an für Sonntag, wollen aber erst am Montag kommen. Ist es denn auch schwül? Also, es wird zunehmend schwüler. Also dieses Frische wird zunehmend schwül warm zum Sonntag hin. Also aus jetziger Sicht gehe ich davon aus, dass nichts ist. Aber wie gesagt, die Gewitterneigung am Sonntag, die steigt definitiv an, sodass wir dann spätestens aber Montag im Endeffekt diesen Wetterwechsel wieder haben und damit merklich kühler, wechselhafter, aber auch nicht wirklich herbstlich. Ne? Das ist also, Herbst waren wir noch nicht. Herr Dr. Wir bleiben in diesem Sommermodus und wieder zurück zu unserem Wochenende, sehr gut, zu diesem tollen Wochenende. Ja. Das ist einfach super Sommer, Strand, einer möchte shoppen oder zu den Festen gehen, so wie jetzt zum Beispiel hier. Ja, was ist hier, Herr Dr. Exmann? Was habe ich Ihnen eingetrichtert? Das weiß ich schon seit frühester Kindheit. Ne? Sozusagen seit Jahrhunderten weiß man das hier schon in Wismar. Liebe Zuschauer, genau. Heißt im Klartext also, das ist eine Punktlandung für dieses Fest, da freue ich mich. Super. Ja, liebe Zuschauer, dann genießen Sie noch den frischen, fröhlichen Sommertagen. Vielleicht haben Sie auch noch mal Lust, hier unsere kleinen Schweinchen zu besuchen. Ja. Herr Dr. Exmann, ich glaube, wir widmen uns jetzt hier wieder unserem Schweinchen und dann. Ja, noch Fütterung. Ja, ne? Ja. Also bis dahin. Tschüss, liebe Zuschauer. Tschüss. Tschi, 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 tschi. Biopark präsentiert den Wettertalk MV.